Und dann nehme ich jetzt noch auf in dieser Aufnahmesession. Und dann reicht das für heute auch wieder. Kapitel 2, Episode 3 in der Festung der Hölle. Im Bedauern, vor uns Level ist schon Level 16. Eigentlich müsste ich jetzt ja Perona nehmen, aber... Das ist wieder ein Techniker. Ich will nicht mit Techniker. Bah, ich will nicht mit dem Techniker spielen. Wisst ihr was? Ich würde vorschlagen, wir spielen einfach nochmal wieder mit Ruffy. Und Perona nehme ich dann irgendwann anders. Ich habe jetzt echt nicht mal Lust, wieder einen Angreifer zu nehmen, den wir eben schon mit Kusan gespielt haben. Aber empfohlen werden nun mal Kusan, Marco und Perona. Ah, wenn Perona eine Empfehlung ist, dann nehmen wir die auch. Komm, scheißegal. In der Festung der Hölle. Luffy たちは仲間を見つける手がかりを求め、政府が ダイヤルに関わる秘密の実験を行っていたという大監獄インペルダウンを訪れた。潜入するにあたっては海賊女帝ボア・ハンコックに協力を求めた。ああ、ハンコックも来た。政府公認の海賊であるオーカ七部会の一角を担うハンコックは、その地位を利用して強引に大監獄の入り口を開けさせ、ルフィたちを中へと導き入れた。 監獄にたどり着けたな。ありがとう、ハンコック。良いのじゃ良いのじゃ。ルフィの役に立ててわらわも嬉しい。あとはダイヤルの実験をやってた場所まで行って、なんか手がかりがないか探せばいいんだな。監獄の中にはすでに何やら騒ぎが起きている様子。こちらにとっては好都合かもしれん。 とはいえ、ここは人を逃がさぬための要塞じゃ。ルフィ、くれぐれも気をつけるのじゃぞ。わかった、行ってくる。Los geht's. Perona, Boa, Hancock, wahrscheinlich dann auch nach dem Level für uns in unserem Team mit zuständig, und Ruffy. Haben als erstes nur Hannibal da als Gegner, aber naja, die unteren Etagen sind ja wohl auch noch gesperrt, wenn ich das da richtig sehe. Da werden wir wohl auch erst hinterher hin können, und da unten wird dann garantiert Magellan irgendwo warten. Und ich gehe auch mal davon aus, ja, wir sind wieder Hannibal. Oder Hannibal. Für mich ist das immer Hannibal. Ja, das wird garantiert nicht. Die beiden werden wahrscheinlich nicht die einzigen Gegner bleiben hier. Hier wird vielleicht noch ein Strohpirat dazu stoßen. Vielleicht aber auch nicht. Kampfvorbereitung, Berry-Wachstum hoch auf Level 5, Level 16 sogar, natürlich. Neue Techniken, neue Fächer, neue Slots. Gehen wir gleich mal wieder die beiden Fähigkeiten von eben aus. Rohe Gewalt und Finalschlag. Nehmen wir noch eine Münze aus, kennen wir jetzt ja mittlerweile ziemlich gut, indem wir hier vorne Jeff und Nami Ruffy reinhauen und dann darunter Ruffy und... Ja, von mir aus... Ah, ne, hier kommt dann der... Vorne kommt der goldene Smoker, daneben kommt der Angriffs-Ruffy. Angriffs-Ruffy, Angriffs-Ruffy. Und daneben kommt dann Brook. Und ganz hinten kommen dann halt Jinbei, Frankie. Und Chopper. Sehr schön. Freund. Lassen wir einfach mal Ruffy, mit dem wollte ich ja eigentlich sowieso normal spielen. Lassen wir ihn einfach mal als Freund. Kampf beginnen. Erhöht das Level deines Charakters, damit sich seine Gesundheit, die Leiste der Spezialangriffe und die Style-Leiste regenerieren. Außerdem lernst du auch neue Fähigkeiten. Deine erlernten Fähigkeiten kannst du jederzeit im Pausenmenü oder Steuerung anzeigen ansehen. Puh. Impel Down.
Los zum Labor. Verona ist eher die schnellere, wie es aussieht. ルフィが Ja, sind schon dabei hier. Was heißt denn, dieses Mal entkommen sie uns nicht? Okay, wenn wir die Gefangenen befreien, dann helfen die uns. Wenn er sagt, dieses Mal entkommst du uns nicht, heißt das hier, dass Ruffy hier schon mal entkommen ist. Das heißt aber auch wiederum, warum war er denn hier drin, wenn Ace gar nicht hingerichtet wurde? In dieser alternativen Story. Wenn Ace gerade hingerichtet wurde, dann kann das ja eigentlich nur bedeuten, dass Ruffy und Whitebeard den Kampf gegen die Weltregierung da gewonnen haben. Und Ace fliehen konnte halt. Territorium eingenommen. Geht's weiter. Geh mal kurz diese Basis hier, Kommandant. Da ist der nächste Kommandant. Nein, ich wollte gar nichts aktivieren. Scheiße, falscher Knopf. Okay, dafür haben wir jetzt irgendwie das hier mitgenommen. Ja. Habe ich den gar nicht besiegt? Oh, jetzt hat er mit einem Witz im Leben. Ah, jetzt hat er auch Exa. Marine-Kommandant also. Der ist schon mal weg. Ihr könnt mir ja alle aus dem Weg. Die nervt nämlich gerade. Ich nehme lieber das hier mal ein. Ja. Wir befreien euch. Und dann könnt ihr uns helfen, Gefangene. Was müssen wir in der Zeit schaffen? Ich habe mal wieder überhaupt keine Zeit gehabt, wegen dem ganzen Prügeleien hier unten in Gesprächen zu lauschen. Hallo, ich hätte doch hin und her geschlagen. Ich kann mich nicht mehr bewegen, verdammt. Ich wurde nur von links nach rechts geschlagen eben. Dann lässt sich der Keller einnehmen. Könnte gleich ruhig mal gewacht werden. Ja, macht hin. Die ganzen Kackwachen hier. Anführer ist erschienen, ja, endlich. Nimm das. Sehr schön. Und der Anführer ist damit auch weg. Das Territorium gehört uns. Ich nehme die Münze mit. Was habt ihr denn da frei? Anker? Was wollte der mit Ankern? So, jetzt reden wir mal kurz unsere Angriffskraft. Oh, Hannibal ist hier. Oder Hannibal. Missionsbeginn, schalte Hannibal aus. Das war die falsche Richtung, Perona. Leider. Hier geht aber unsere Form hier. Okay.
Und Angriff. Jetzt aktiviert er seine Form, das ist unschön. Weil deine Ecke hing, hat meine Attacke auch nicht getroffen, das ist noch unschöner. Ja, na also. Der ist weg. Zumindest hat er sich vorübergehend zurückgezogen. Da können wir immerhin den Aufzug nehmen, wenn ich das richtig verstanden habe. Vorher musste Ruffy ja den ganzen Weg zu Fuß machen in die unteren Bereiche. Ruffy hat den Aufzug genommen. Eigentlich waren wir das ja, aber gut. Dann ja, war das Büro. Nein, wir können so nicht zurück. Wir müssen zu Fuß wieder nach oben. Dafür gibt es ja die andere Verbindung. Oh nein, Magela. Ich weiß zwar nicht, wie wir den ohne die Hilfe von Mr. Three ausschalten sollen. Weil ohne Wachs an den Händen berühren wir das Gift. Magela ist oben aufgetaucht, verdammt. Hier könnte ich mir hoch. Geht ein Giftangriff, um die Gefangenen vorzubereiten. Ich bin den Aufzug für die Malern vor dem Giftangriff. Vor dem Giftangriff? Also haben wir noch 10 Minuten Zeit, um da hochzukommen. Und den wahrscheinlich auch noch zu besiegen. Aber ich mir vorher mal ein bisschen leben. Wird mir gefallen. Ja, oh, tschüss. Ich kriege die SP wieder. Zu dem Anführer da. Und so viel zu dem Anführer hier. Der Ritter wird eingenommen. Ich würde mich trotzdem wieder zum Leben freuen. Ja, es gibt auch Leben. Ja, es gibt auch Leben. Sehr schön. Falsche Richtung. Geist des Feindes ist aufgrund Aktivitäten meiner Verbündeten gesunken. Ja, ich helfe euch schon. Kennen wir ja mittlerweile. Also schnell hier alle besiegen, die kriegen mehr Verbündete. Nach hinten, Perona, wir haben nicht so viel Zeit hier. Ja, dann wäre sie mal zugeschlagen eben. Das ist der Regelkommandant. Aber die scheinen hier nicht reinzukommen. Hier ist aber kein Bock hier drauf. Von uns niedergeprügelt zu werden. Dann schicken wir erstmal euren Anführer hier. So, da ist er. Sehr schön. Territorium eingenommen. Mitnehmen, was auch immer hier in der Kiste ist. Mehr Verteidigung. Minotaurus. Oh ja. Nehmen wir jetzt hier den Minotaurus wohl noch mit. Schalte Minotaurus aus. Nimm das, Minotaurus. Ja.
Ah, Hilfe! Hilfe! Nein! Ah, Idiot! Oh. Hau ab! Ja. Vorüber geht zurück. Das ist schön. Mission ist erstmal abgeschlossen. Sollten wir hier irgendwo nach oben kommen? Da hätten sie die Türen eh noch verschlossen. Also hier nach oben. Ja, aber wie verteidigt da unten? Wir müssen hier hoch zum Magellan. Die Basis hier erstmal wieder zurückholen. Okay. Tatsächlich, aber erstmal alle hier, so da hinten läuft Magellan weg. Und wir kriegen wieder Gesundheit dazu, das ist gut. Theoretisch haben wir ja irgendwie überhaupt keine Chance gegen den. Weil wir halt nichts haben, was uns vor seinem Gift schützt. Okay, Sturm aktivieren. Wir werden hier garantiert keinen guten Rang bei dem Leben bekommen, das wir verloren haben. Und auch dauert nicht drauf, auf alles und dann nochmal alles wieder ballern, was hier ist. Aber Minotauros ist zurück. Schnell das Ding mitnehmen. Gesundheit wieder voll. Styliste wieder voll. Ja, sie sind wieder zurück. Magellan ist auch wieder aufgetaucht, okay. Den letzten Gebieten dieses Levels. Epidown schließt in 10 Minuten. Bitte begeben Sie sich alle Richtung Ausgang. Das Hochsicherheitsgefängnis schließt in 10 Minuten. So, Minotauros, da bist du also wieder. Schön, dich wiederzusehen. Wieder kein. Ja, pass auf, dass die Zeit nicht abläuft. Wieder kein Strohpirat bis hierhin. Und sieht doch nicht so aus, als wenn noch einer kommen sollte. Wir werden gleich. Oh, Hannibal ist auch noch wieder aufgetaucht mit der Hannibal. So, weg. Hannibal wird sich auf verbündete Basis vorgesehen. Ah, soll ich jetzt oben oder unten machen, verdammt? Oben haben wir eigentlich genug erobert. Ich hatte es auch gedacht, wo? Da vorne, da bin ich ja eh gerade auf dem Weg hin. Die erste Basis ist erledigt. Da vorne ist die Torwache. Die werde ich auch noch ausschalten. Der Einzige, der es mit Corona aufnehmen kann, ist Lissop. Okay, Torwächter ist erledigt. Wir können durch das Tor durch. Da ist Magellan. Und da ist das Geheimnis, das ich zuerst mal haben will. Danke. So, Ruffy, den machen wir platt. Und dann nimmt das. Okay, jetzt ist halt schon so gut wie erledigt, Magellan. Kannst nämlich gar nichts, kannst du. So. Du bist in der Logia-Form und Ruffy hat jetzt die Fähigkeit, dass er
Leuten in seiner Lugia-Form besonders viel Schaden macht. Das war ein ganz schlechter Schachzug von dir, Magellan. Ein ganz schlechter. So, Sieg. Magellan ist besiegt. Blackbeard. Wir haben sogar noch eine A-Rang gekriegt, wenn wir hinten einen Schaden, wo wir ordentlich Schaden bekommen haben. Aber Blackbeard war's. Blackbeard war zuvor bei Pankhazar und hier und hat alle, ja, Beweise für diese Diards mitgehen lassen. Was will er damit? Blackbeard alias Edward D. Teach steckt also dahinter. ここが実験室か。随分と荒らされておるようじゃが。俺たちより先に黒ひげが来て荒らしていったんだ。これでは 何も手がかりは得られそうにないの。 ティーチがここに? 一体どういうことだよい? ティーチは白ひげ海賊団を抜けた後、エースさんが追ってたんじゃったな。ああ、今は自ら船長になって海賊団を率いてる。 大海賊同盟にも加盟してるはずだよい。ここを襲ったのが同盟の指示なのか、ティーチ個人の意思なのかはわからねえが。とにかくだ、政府のダイヤル研究に絡む場所が2カ所も襲撃されたとなりゃ、政府も海軍も黙っちゃいねえな。ティーチが絡んでるってのも不気味だよい。 それよりもこれからの話じゃ。このまま出航すれば行く先はマリンフォード。ああ、親父とも連絡は取ってはいるが、無事に抜けられるとは思えねえよい。おい、新しい情報が入ったぞ。俺たちにとっちゃ朗報だ。なんじゃ。 大海賊同盟が海軍本部に戦争を仕掛けるらしい。戦争? To be continued. Wenn man so mehr oder weniger die Story fortverfolgt, sage ich mal, dann wird es wohl darauf hinauslaufen, dass wir in Marineford, wo dann wahrscheinlich der Krieg zwischen der großen Piratenallianz und denen von der Marine toben wird, dass wir dort dann Unterstützung von Whitebeard bekommen werden, wie damals schon. Und ich denke mal, dass wir dann Ace verfolgen werden auf der Suche nach Whitebeard, weil der ja wahrscheinlich als einziger wissen könnte, wo er steckt. Und dort dann Ace noch mit in die Bande kriegen, damit wir dann die ganze Whitebeard-Crew dann schon mal zusammen haben. Und ja, nach wie vor könnte es irgendwann mal wieder sein, dass wir halt mal wieder einen aus unserer Crew bekommen, wahrscheinlich Lissab als Nächsten. Ich gehe mal davon aus, dass so Sanji, Zoro und Robin somit die stärksten Mitglieder von unserer Piratencrew sein werden und deswegen auch erst als letztes kommen. Dafür ist das Partner auf Level 6. Viel eingesetzt haben wir nicht. Dafür kriegen wir 10.000 Berry. Schön. Wieder einige Münzen, sogar Raleigh und diesen komischen Gefängnisinsassen und einen Marinekapitän. Das Geheimnismünze haben wir die Schlange von Boa Hancock. Das Zeichen von Vivi. Das neue Zeichen von Nami und so weiter und so fort. Also hier haben wir ordentlich was gekriegt.
Natürlich haben wir auch dieses Zeichen, was hier das Ganze ein bisschen verstärkt. Stylisch. Feindliche Territorien werden etwas einfacher eingenommen. Fehlt nur noch das Buggy-Zeichen und wir kriegen 3 weitere Bingos und haben Bingo 5 komplett. Ne, wir haben 5 Bingos, oder was heißt die 5 dahinter hinter dem Sternchen? Auf jeden Fall, weil er die Fähigkeit zur Tiefe des Symbol für mächtige Gegner haben wir dann vollständig. Nur noch das Buggy-Zeichen also. Du kannst jetzt Hancock spielen. Freund-Episode Lock von Hancock freigeschaltet. Ein neuer Gegenstand steht in der Galerie zur Verfügung. Ein neuer Gegenstand ist jetzt im Barry Shop erhältlich und ein Speichersymbol, das wusste ich schon, bevor es erscheint. Damit könnten wir uns ja für diese Aufnahme erstmal verabschieden, würde ich sagen. Beim nächsten Mal kommt dann Kapitel 2, Episode 4, der große Zusammenbruch von Marineford. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, dass dort die große Piratenallianz gegen die Marine und die Weltregierung kämpfen wird. Wird wohl wieder ein großer Fight werden, wie schon im ersten, ja, One Piece Pirate Warriors. Da war das ja die Final-Stage. Und ich denke, hoffe zumindest, dass hier nicht wieder eine wichtige Person bis hierhin sterben wird, sondern dass wir da auch einfach so durchkommen. Wahrscheinlich dann mit der Unterstützung von Whitebeard. Marco hat ja sowas angedeutet, eben im Sinne von, ich stehe mit dem Großen, ja, in Kontakt. Und ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch. Empfohlenes Level ist Level 18, wir sind glaube ich erst Level 18, so. Und ja, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.